Wolf Fuß und Frank Buschmann sagen Hallo hier oben von den Kommentatorenplätzen. Es ist alles bereit für ein hoffentlich spannendes Spiel. Schön, dass Sie dabei sind, liebe Zuschauer. Der Fußball ist und bleibt Volkssport Nummer 1. Nicht nur in Deutschland, nicht nur in Europa, überall auf der Welt. Und es macht Spaß, das mitzuerleben. Es macht Spaß, die Fans zu erleben. Wahnsinnsstimmung hier. Hier nun die Aufstellung der Gastgeber. Werfen wir einen kurzen Blick drauf. Wir sehen bei Ihnen heute ein 4-5-1. Na, aber offensiv ausgerichtet. Und entsprechend stehen die Mittelfeldspieler vergleichsweise hoch, können so variabel attackieren. Also da ist es egal, dass da nominell nur eine Spitze dabei ist. Ah, Tick zu weit. Und da haben wir die Startformation der Gäste. Sie agieren heute ziemlich offensiv, würde ich sagen. Auch wenn sie nominell nur eine Spitze aufbieten, da kommt einiges aus dem Mittelfeld nach. Schöne Flanke. So, geht ja gleich gut los hier. Frühes Tor, das wird interessant hier. Schön herausgespielt, das Tor hier. Er startet gut in der Mitte und dann kommt die Flanke auch klasse rein. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Das könnte die Chance werden. Schöne Bewegung. Und er schießt. Klasse gemacht. Stark geblockt. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Tja, Konterchance vertan, die Abwehr ist wieder zur Stelle. Diese Gelegenheit haben sie ein wenig vertrödelt. Macht er ihn! Gut gedacht, aber dann geht der Ball doch ziemlich daneben. Schulz. Schulz. Ball draußen wird Einwurf geben. Khelifi. Adrian Winter. Nun Schönbechler. Hereingabe jetzt. Ganz starker Kopfball, aber eben auch klasse gehalten. Ja, der hätte gepasst. Gute Aktion von beiden. Schulz. Da weicht er der Grätsche aus. Er springt einfach drüber. Der Torwart faustet den Ball weg. Klasse. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Was machen Sie draus? Und er schießt! Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Der erste Treffer hat ihn wohl beflügelt. Das ist hier schon der zweite. Okay. Dieses Tor gucken wir uns gerne noch mal aus einer anderen Perspektive an. Schaut doch gut aus. Es steht 2-0. Bisher spielen sie hier ohne große Probleme. Schönbechler.
spielt er den Ball in den Strafraum. Gut aufgepasst und gut verteidigt. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. Guter Pass, so machen sie das Spiel breit. Einwurf jetzt. Der Ball ist weg, gibt's jetzt einen Gegenangriff. Da ist die Flanke. Er macht das Tor. Klasse Kopfball. Klasse Treffer. Gutes Timing. Den musst du erstmal so machen. Klasse Kopfball. Da gibt es nichts zu halten. Genau im richtigen Moment hochgesprungen. Da war der Torhüter noch dran. Aber da ist so viel Power hinter diesem Ball. Er hat letztlich keine Chance. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. Reguläre Spielzeit ist um, aber es geht noch weiter. Gibt 3 Minuten obendrauf. Der Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst. Die erste Hälfte war spannend. Es ging hin und her und wir gehen mit einem 2:1 in die Pause. Durchgang 2 läuft. Und das ist der Ballverlust. Da sind Mitspieler frei. Die Abwehr steht gut und sie... Und er schießt! Jetzt sind sie am Ball. Da kommt der Pass. Den spielt er steil. Khelifi. Sie liegen vorne und hätten ihn erhöhen können. Aber der Abschluss, Wolf, der war nun wirklich gar nichts. Und so bleibt es eng. Ein Tor kann man irgendwie immer aufholen. Jetzt ist es soweit. Unter dem begeisterten Beifall der Zuschauer geht er vom Platz. Tolle Partie von ihm heute. Sehe ich genauso, Wolf. Das war Weltklasse, was er da heute gespielt hat. Spieler des Spiels. Die Gäste werden wechseln. Super Pass. Gibt Vorteil hier. Und jetzt kann er flanken. Keine Diskussion, berechtigter Freistoß hier. Jetzt muss er hier neue Impulse setzen. Sie liegen hinten und er versucht es mit einem Wechsel. So, er wird den Ball reinbringen und was kann daraus entstehen? Geht er rein! Jetzt schießt er! Er ist zur Stelle, schöne Aktion. Es gibt Ecke. Die Ecke kommt, er versucht's. Richtig gute Ecke, aber der Abschluss, der war nix. Nee, da wird er sich ärgern. Die Chance hätte er natürlich ganz anders nutzen müssen. Klasse Pass. Ball kommt. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen.
Da kann er das Tor nicht verhindern, obwohl er noch dran war am Ball. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Drei-eins heißt es also jetzt. Das sah nach einer Verwarnung aus, keine gute Aktion. Richtig entschieden, es gibt die gelbe Karte. Und jetzt kann er natürlich nicht mehr so in die Zweikämpfe gehen. Oh, hier sieht man es nochmal ganz deutlich. Die Grätsche war alles andere als optimal. Keine andere Option für den Referee. Erhebliche Torentfernung, das dürfte keinen Direktabschluss geben. Da ist die Flanke. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Guter Pass. Steil gespielt. Gehalten. Geklärt hier, aber keine schlechte Gelegenheit. Gut aufgepasst vom Torhüter. Den Ball hat er. Schwache Aktion, Ballverlust. Oh, mit der Aktion holt er sich wohl gelb ab. Jetzt muss er aufpassen, er sieht die gelbe Karte. Vertretbare Entscheidung, der Schiri stand gut. Ist es das? Den Ball fängt er, das war nicht der beste Freistoß. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Das ist jetzt seine Chance. Jetzt der Schuss. Was für ein Tor. Super, dieses Passspiel. Dieses Tor war natürlich perfekt rausgespielt. Ein weiteres Tor, kurz vor Schluss. Viel müssen wir dazu eigentlich nicht mehr sagen, oder Buschi? Nee, Wolf, der Deckel war vorher drauf auf dieser Partie. Eine ganz starke Leistung, die Sie da heute gezeigt haben. Das wird heute wohl nichts mehr für Sie. Das Spiel ist fast vorbei. Regulär sind es noch 7 Minuten. Da ging er unfair rein und deshalb Freistoß. Also über mangelnden Support der Fans kann sich hier heute keiner beklagen. Aber ganz und gar nicht. Die machen mal richtig Alarm. Jetzt könnte es gefährlich werden. Macht er ihn. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Das macht er super mit. Und jetzt die Chance. Schöner Pass. Und da ist das Tor. Den setzt er stark direkt neben den Pfosten. Nichts zu halten für den Torhüter. Ganz stark gemacht von ihm. Der Ball in meinen Augen zumindest unhaltbar. Und damit machen sie hier kurz vor Schluss noch ein Tor. Scheint so, als bekämen sie heute nicht genug. Die Fans wird's freuen. Ziemlich einseitige Angelegenheit heute in dieser Partie und lange zu gehen ist ja auch nicht mehr. 4 Minuten sind es jetzt hier noch in der Nachspielzeit. Passiert noch was? Und das ist der Ballverlust. Die letzte reguläre Spielminute läuft.
Jetzt müssen sie aufpassen. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Oh, da ist es vorbei. Da kommt der Schlusspfiff. Und das war's. Sie gewinnen diese Partie und dürften zufrieden sein. Auf jeden Fall, Wolf. Ordentliche Leistung, verdienter Sieg. Weiter geht's. Ein gutes Spiel von ihm heute, kann man nicht anders sagen. Super Leistung, hat sein Tor gemacht, das Team hat den Sieg eingefahren, da kann man sich schon mal freuen. Was machen Sie draus? Und er schießt! Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Da ist die Flanke. Er macht das Tor! Klasse Kopfball! Kommt. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Das ist jetzt eine Chance. Jetzt der Schuss. Was für ein Tor. Das macht er super mit Tech. Und jetzt die Chance. Schöner Pass. Und da ist das Tor. Den setzt er stark direkt neben den Pfosten. Nichts zu halten für den Torhüter.